Neues Video ist da. Jo, hier ist der Soul-Eye mit einem neuen Video über die Haustiere in The Walking Dead Survivors. Und mit dabei ist heute der Icarus, El Chappie und natürlich die Sweetie. In diesem Video geht es um die Fähigkeiten und das Sperren und Entsperren dieser Fähigkeiten. Hört sich komisch an, ist aber so. Über ein Like und natürlich auch ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir hören uns jetzt gleich sofort nach dem Intro. Now turn up. So, da bin ich auch wieder. Und zwar geht es heute, wie gesagt, um die Fähigkeiten und natürlich das Sperren und Entsperren, ne, wenn man sich eine Fähigkeit gekauft hat. Wie fange ich denn am besten an? Also, wenn ihr keine Fähigkeit habt und ihr kauft euch eine mit Rubin, dann braucht ihr vorher keine Sperren, ne? Habt ihr die eingesetzt, die erste, dann sperrt ihr die und habt dann so ein Symbol. Ne, das heißt, diese Fähigkeit ist gesperrt und wenn ihr jetzt noch eine Fähigkeit kauft und die dazufügt, wird er nicht ersetzt. Immer schön aufpassen. Ihr müsst natürlich den Haken bei gesperrte Fähigkeiten merken, aktiviert haben. Habt ihr das nicht, kann es sein, dass das System eure Fertigkeit, die ihr vorher reingepackt habt, durch die zweite Fähigkeit ersetzt wird. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Die Kosten, die sind bei mir immer bei 300. Außer wenn ich eine neue Fähigkeit lernen möchte, dann ist sie bei 0. Wir kaufen uns mal eine neue Fähigkeit und zwar für El Chappie im Shop und zwar Angriff der Nahkämpfer. Und wie wir sehen, hat El Chappie noch gar keine Fähigkeit, also brauche ich auch nichts sperren. Ne? Das heißt, ich wähle die Fähigkeit aus, bestätige dies und sehe, dass diese Fähigkeit natürlich erstmal reingepackt wird. Ersetzt wird durch eine Standardfähigkeit, die ja sowieso jeder Hund hat. Und da wird sie schön verbrannt. Und so, erstmal 5 Sterne. Sehr gut, El Chappie. Und wir werden ihn jetzt erstmal sperren, weil ich packe mir noch eine zweite Fähigkeit drauf. Das kostet erstmal 0 und jetzt ist er gesperrt. Jetzt holen wir uns mal die zweite Fähigkeit. So. Und packen die mal rein. So, einmal auswählen und bestätigen. Und jetzt ist was ganz Besonderes. Wenn ihr genau drauf achtet, wisst ihr, wo die Fähigkeit hinkommt. Ne, das ist die Vorschau. Zack, ist sie wieder weg. Und zack, da ist sie. Also wenn ihr ganz genau beim Tauschen guckt, könnt ihr euch selber, ich sag mal, leaken, wo diese Fähigkeit reingesetzt wird. Ja, ist ganz cool. Im Hintergrund seht ihr, wenn ihr eine Fähigkeit entsperrt, und ihr wollt eine andere Fähigkeit sperren, kostet das natürlich nichts. Ne? Das kostet 0 Schlösser. Weil die kostenlose Fähigkeit, das kostenlose Sperren nehmt ihr ja weg und dieses kostenlose Sperren könnt ihr dann wieder woanders hinfügen. Ne? Oder einfügen. Genau, also immer schön darauf achten, wenn ihr Fähigkeiten kaufen solltet, macht das nur bei einem Hund, der sehr stark ist, den ihr für immer behalten möchtet. Und achtet immer darauf, die goldenen Fähigkeiten zu sperren. Ja? Mein Tipp auch an euch ist, nicht alles auf Nahkämpfer auszurichten. Ja? Der Rottweiler Nahkampf, denn der Husky, Scharfschützen und Schieber Kavallerie. Was auf keinen Fall nicht geht, ist, wenn ihr euch zweimal Nahkampf kauft und ihr wollt diese zwei Nahkampf-Items oder Skills in einem Hund packen, ihr bekommt nur einmal 25% und nicht zweimal. Das wird nicht addiert. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn man einen Rottweiler mit was weiß ich wie viel Fähigkeiten mit viermal Nahkampfangriff, viermal Lebenspunkte und viermal Verteidigung ausstattet. Das bringt nichts. Ne? Also es wird immer der erste Wert wird immer gezählt. Ne? Da kannst du so viele Fähigkeiten reinpacken, wie du möchtest. Okay. So viel zu den Sperren und Entsperren der Fähigkeiten. Also immer, wie gesagt, schön drauf achten. Und ich hoffe, ihr habt es so ein bisschen jetzt den Bogen raus, wie man sich hochtauschen kann. Ne? Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt zum Tauschen, einfach gerne in die Kommentare rein oder schreibt mich an oder whatever. Es ist mittlerweile ziemlich einfach geworden, so habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, ihr könnt auch mal gerne posten, wenn ihr durch Tipps oder so einen legendären erhalten habt, so als ein kleines Feedback. Ansonsten
wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Haustieren und passt mir auf die Fähigkeiten auf. Achtet beim Tauschen auf die Vorschau, ne? Immer ganz großer Tipp. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann, euer Zoltan.